Ich habe mir mal die Flut an Kommentaren von sogenannten bürgerlich-konservativen und rechtsextremen Meinungen angesehen. Meinungen. Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen, so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie die neuen Juden, die ausgemerzt werden müssen, um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen. Puh. Das twittert der Münchner Grünen-Stadtrat Bernd Schreier und verharmlost damit doch ziemlich eindeutig den Holocaust bzw. die Verbrechen des Nationalsozialismus, oder nicht? Immerhin wurde in den letzten Jahren jedem eben dieser Vorwurf gemacht, der es gewagt hat zu behaupten, die Ausgrenzung Ungeimpfter wäre faschistoid. Aber hey, ist ja mittlerweile auch salonfähig geworden, Menschen als rechtsextrem zu bezeichnen, die beispielsweise gegen das grüne Heizungsgesetz auf die Straße gehen. Nachdem Schreier nun scharf kritisiert wird, fühlt er sich laut eigener Aussage missverstanden. Missverstanden fühlen sich die Menschen, die sie hier so genannt bürgerlich-konservativ und rechtsextrem nennen, vermutlich auch. Und nein, diese Leute wiegeln nicht gegen Grüne auf, weil sie die neuen Juden sind, sondern weil sie mit deren Politik nicht einverstanden sind.